Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV Endwalker. Und natürlich vielen Dank an meine Kanalmitglieder, die mich auch in dieser Folge wieder und diesen Monat wieder tatkräftig unterstützen mit ein bisschen extra Jill im Mannenkassen. Und ganz besonderen Dank geht natürlich an meine Ehrenmitglieder Julia Neidblum, Negi Magister und Klingone 23, die wahrscheinlich in den letzten Tagen sogar schon das Weihnachtspräsent von mir bekommen haben, denn die sollten selbstgemacht Nudeln bekommen haben. Und alle anderen Kanalmitglieder ab der Stufe Vollmitglied, egal ob ihr auf Twitch oder auf YouTube abonniert habt, ihr habt eine Postkarte bekommen oder ist zumindest noch unterwegs. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich hier brauche, bis die Aufnahme erfolgt ist und veröffentlicht wurde. So, aber Mazaya hier hat die nächste Quest für mich. Alchemistische Kapriolen. Mazaya, blick dich mit leuchtenden Augen an. Sagt ihr, dass ihr Nidhana treffen wollt? Ach, was ich dich beneide. Sie ist ja so schlau und immer fröhlich und so wunderschön. Ich könnte ihr wohlgeformten Ohren und ihren süßen Rüssel den ganzen Tag bestaunen. Und diese Augen. Ich verspreche dir, du wirst in ihren wundervollen Augen ertrinken, wenn du sie nachher siehst. Aha. Mazaya, kann es sein, dass du ein bisschen vernarrt in sie bist? Naja, wir werden sehen. Wir müssen ja jetzt hier, ich habe es in der letzten Folge schon gezeigt, hier zu diesen wie heißt das Teil? Ja, also hier diese Gegend. Wir sehen ja hier schon den Marker. Das ist allerdings ein kleines Stück, deshalb werden wir uns da hinschneiden per Magie der Teleportation. Nein, also eigentlich, ich werde jetzt Schnitt machen und wir sind dann gleich. Oh, da liegt Nidhana schon. Ist das normal, dass die da rumliegen? Hallo? Das sieht nicht natürlich aus. Bei Halone, was ist denn hier passiert? Das sind Alchemisten der Kleidung nach zu urteilen. Aber ich kann weder äußere Verletzungen feststellen, noch sieht mir das hier nach einer Vergiftung aus. Sie schlafen also schlicht und einfach, meinst du? Sieht ganz danach aus. Keine Ahnung, ob das ein gewolltes oder ungewolltes Nickerchen ist, aber... Ah, die werten Gäste. Ihr müsst sie entschuldigen. Sie haben eine lange Nacht hinter sich, die nun offensichtlich ihren Tribut fordert. Ah ja, und wer bist du? Ah, Draguna sind hier nicht gern gesehen. Mein Name lautet Varshan, bescheidener Diener des Magistrats von Razatan. Wie es der Zufall so will, bin ich eben gekommen, um jene Schläfer zu wecken. Aufgewacht! Ich bringe neue Schuppen. 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 Neue Schuppen! Aha. Das muss ja was ganz Besonderes sein. Verzeiht, dass ihr so lange warten musstet. Doch hier ist nun endlich der Nachschub. Werden die gegessen? Hervorragend. Großartig. Endlich können wir weiter forschen. Ach, das sind Forschungsobjekte. Okay. Herzlichsten Dank. Lasst mir auch eine übrig. Das... sind doch die Schuppen eines Drachen. In der Tat. Für die Forschung unserer Alchemisten sind sie unabdingbar. Ganz recht. Mit den Drachenschuppen und unseren alchemistischen Künsten werden wir es vollbringen. Ja, die hat ganz tolle Ohren, muss ich zugeben. Amulett gegen die Ätherimpulse dieses götterverfluchten Turmes. Warum starrt ihr denn so erschrocken? Moment,
Ihr gehört überhaupt nicht zu Vashan. Wer seid ihr denn dann? Ja, wir sind die Kontaktpersonen von Krille. Also, andersrum. Sind wir tatsächlich diejenige, die uns Krille geschickt hat? Vom Urkristall gesegnet. Also, das bin hauptsächlich ich. Welch Freudentag! Gepriesen sei Mook! Endlich drehen sich die Winde des Schicksals zu unseren Gunsten. Jetzt muss es klappen. Wer von den drei Göttinnen war nochmal Mook, die wir in der letzten Folge gesehen haben? Ich glaube, die mittlere, oder? Bestimmt. Endlich fühlt sich der Kopf wieder frei an. Wie genau seid ihr an die Drachenschuppen gekommen, wenn ich fragen darf? Es wundert mich, dass euch das interessiert. Diese Frage wird nicht oft gestellt, wisst ihr? Ach, einfach Berufsinteresse. Der Magistrat erhielt sie von dem Drachen selbst. In beiderseitigem Einvernehmen. In dem Fall habe ich nichts zu beanstanden. Ihr kennt euch wohl mit den Drachen aus. Und ist das nicht trockenes Drachenblut auf eurer Lanze? Nicht nur die Lanze. Mir scheint fast, ihr seid regelrecht getränkt in Drachenblut. Wir müssen unbedingt eine Blutprobe von euch nehmen. Haltet mir den Krabscher da fern. Aber ich glaube, ich habe einen Thumbnail. Was soll das? Kommt, kommt. Wahrlich, ihr müsst unser Labor besichtigen. Wissenschaft Zombies! Lass mich los! Halt! Ich muss mich für meine Kollegen entschuldigen. Ich glaube, die Drachenschuppen haben sie in regelrechte Raserei versetzt. Aber ich verspreche, dass ihnen kein Leid geschehen wird. Euch entführe ich in der Zwischenzeit ins Hinterzimmer. Oh, wir dürfen ins Hinterzimmer. Aber herzlich willkommen erst einmal. Ich bin Nidana, eine Alchemistin, wie unschwer zu erkennen ist. Die Frau, die Krille kontaktiert hat. Und zu guter Letzt auch Leiterin von Demirs Werk. Mein Labor ist eines von vielen, das sich an diesem bedeutsamen Forschungsprojekt beteiligt. Ja, man erkennt sofort, dass du eine Alchemistin bist. Auf gute Zusammenarbeit jedenfalls. Bitte folgt mir doch. Wahrscheinlich erkennt man das an der Kleidung. Das sind eindeutig Laborkittel. So, dann gehen wir jetzt ins Hinterzimmer, um Hinterzimmerabsprachen zu treffen. So. Hallo, Ada, Nidana. Zunächst einmal möchte ich mich für eure Unterstützung bedanken. Diese Türme sind in vielen Ländern dieser Welt aufgetaucht und doch steht ihr uns gerade hier in Tavernier zur Seite. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Krille ist zurzeit mit einer anderen Untersuchung beschäftigt und könnte daher nicht persönlich kommen. Aber ich versichere dir, dass Tara hier ein kompetenter Ersatz ist. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um euch zu helfen. Aber wie sieht euer Plan aus? Wenn ich es richtig verstanden habe, versucht ihr Talismane zu erschaffen, die gegen die Wirkung von Ätherimpulsen schützen. Ist das richtig? So ist es. Wie ihr sicherlich wisst, stoßen die Türme eben jene Impulse konzentrierten Äthers aus. Diejenigen, die mit ihm in Kontakt kommen, fallen in der Besessenheit anheim. Daher waren uns die Hände gebunden. Wir konnten den Turm bislang nur aus der Ferne beobachten und irgendwie versuchen, die Monstrositäten zu bekämpfen, die er ausspuckt. Daher bat der Magistrat uns Alchemisten, Schutzamulette zu entwickeln, damit sich unsere Soldaten dem Turm nähern können, ohne besessen zu werden. Aber, ist das überhaupt möglich? Wir sind noch in der Testphase des Forschungsprojektes, aber wir sind recht zuversichtlich, dass wir eine Lösung gefunden haben. Selbst von dem Auftauchen der Türme suchte unser Volk den Weg, sich den gefährlichen Ätherimpulsen der Primare zu entziehen. In der Vergangenheit konnten wir mit Methoden,
die sich auf die Wirkung von Drachenschuppen stützen, die besten Erfolge erzielen. Drachenschuppen verfügen über eine hohe natürliche Ätherdichte und sind sehr resistent gegen ätherische Einflüsse, müsst ihr wissen. Je mächtiger der Drache, desto effektiver die Schutzwirkung. Unser Ziel ist es, diesen natürlichen Schutz mit Hilfe unserer Alchemie noch zu verstärken. Dank der qualitativ extrem hochwertigen Schuppen, die uns der Magistrat bereitstellt, konnten wir erhebliche Fortschritte machen. Schon bald sollten wir dazu in der Lage sein, einen Feldversuch zu starten. Und genau dafür benötigen wir jemanden, der die Gnade des Lichts in sich trägt. Ja, okay. Und was genau soll ich machen? Die Details erkläre ich später, aber es ist eine leichte Aufgabe. Ihr solltet nur einen unserer Alchemisten bei dem Feldversuch begleiten. Ich werde euch mehr erzählen, wenn es soweit ist, aber ihr werdet euch dafür in der Nähe des Turms begeben müssen. Daher werden wir uns zu eurer eigenen Sicherheit erst testen, wie gut euer Schutz gegen Ätherimpulse wirklich ist, wenn ihr gestattet. Gerne. In dem Fall macht Uriangé und ich uns irgendwie... In dem Fall machen Uriangé und ich uns irgendwie nützlich. Ihr seht alle furchtbar übermüdet aus. Da muss es doch irgendwas geben, wobei wir helfen können. Zum Beispiel Kaffee kochen. Eure Hilfe ist sehr willkommen, danke. Wir werden sicherlich etwas finden, was ihr in der Zwischenzeit tun könnt. Ich werde sagen, wir verschwenden keine Zeit und legen direkt mit dem Experiment los. Wenn ihr das Labor gen Nordosten verlasst, befindet sich direkt zu euren Rechten ein Pfad, der sich den Hügel nach oben schlängelt. Ich erwarte euch oben auf der Kuppe. So, dann gucken wir mal. Ah ja, das ist ja gar nicht weit. Da können wir wahrscheinlich sogar hinreiten. Ich meine, fliegen kann ich noch nicht. Da fehlen mir noch ein paar Quests und ein paar Ätherströmungen. Aber immerhin können wir über den Boden gleiten. Es ist zwar ein bisschen peinlich mit so großer Flügelspannweite, aber naja. Vielleicht mal ein bisschen raus so bei so einem großen Vogel. Überhaupt noch richtig? Ich glaube, ich bin den falschen Hügel hochgelaufen. Da müssen wir hin. So, Nitana. Oh, ein torkelnde Dieper. Was ist denn das? Du siehst etwas, das nach einer Laterne aussieht. Aha. Bin ich gespannt. Ah, da seid ihr ja. Ich hoffe, ihr habt euch auf dem Weg nicht verlaufen. Na, nur ein kleines bisschen. Also dann wollen wir mal. Das hier ist die Frucht unserer Bemühungen. Geformt im Schweiße, Tränen und so mancher schlaflosen Nacht. Wir nennen sie die torkelnden Dieper. Dieper sind Lampen, die wir normalerweise den Göttern als Opfergabe darreichen. Darauf basiert haben wir ein Gerät entwickelt, das uns dabei hilft, den Schutz der Talismane zu testen. Nachdem die torkelnde Dieper aktiviert wurde, wird sie sich in einer gewissen Distanz fortbewegen und schließlich einen Ätherimpuls ausstoßen. Leute, die ungeschützt vom Ätherimpuls getroffen werden, werden zwar nicht besessen, verspüren aber trotzdem eine starke Übelkeit. Ach nee, da wird mir schon wieder übel. Bei unserem Test werdet ihr 4-mal der Wirkung des Ätherimpulses ausgesetzt. Das sollte reichen, um eure Immunität hinlänglich zu beweisen. Ihr könnt mit dem Experiment beginnen, wann immer ihr mögt. Ich werde euch beobachten, aus sicherer Entfernung, versteht sich. Okay, dann laufen wir mal der torkelnden Dieper weiter. Beginne jetzt mit dem Testimpuls. Testsubjekt folgt auf eigene Verantwortung. Alle Unbeteiligten sollten den vorgesehenen Sicherheitsabstand bewahren. Die torkelnde Dieper läuft nun voraus. Verliere sie nicht aus den Augen und bleib ihr dicht auf den Fersen. Oh, die ist ja richtig. Das will ich als Pet. Ich hoffe, das gibt's als Pet. Ich will das dringend als Pet haben. Die sieht ja echt süß aus. Die torkelnde Dieper. Oh, die ist so süß. Ätherimpuls in Vorbereitung. Das Feuerwerk beginnt gleich. Jetzt bin ich gespannt. Achso, nee. Ätherimpuls in Vorbereitung. Das Feuerwerk beginnt gleich. Ja. Ich warte auf das Feuerwerk. Ätherimpuls in Vorbereitung. Das Feuerwerk beginnt gleich. Ja, ich hab's verstanden. Ätherimpuls in Vorbereitung. Das Feuerwerk beginnt gleich.
Okay. Können wir jetzt... Ätherimpuls in Vorbereitung. Das Ätherfeuerwerk beginnt gleich. Okay. Ich glaube, die torkelnde Deeper ist kaputt. Ja. Muss ich vielleicht meinen Schokobo wegschicken? Vorschicken? Ätherimpuls in Vorbereitung. Das Feuerwerk beginnt gleich. Ja. Also irgendwie... Müssen wir direkt draufstehen? Mit der Torkelnden sprechen und ihr folgen. Ich kann nicht mit ihr sprechen, denn Interaktion nicht möglich, nicht möglich. Ätherimpuls gezündet. Ah, jetzt. Okay, wir waren zu nah dran. So. Ein starker Ätherimpuls trifft dich, aber hat offenbar keinerlei negativen Auswirkungen. Okay, weiter. Kein Schwindelgefühl oder akuter Brechreiz? Nein? Gut, dann wird der Test jetzt fortgesetzt. Bitte folgen. Okay, wir folgen denen nicht ganz so nah. Das war also ein bisschen... Der verspricht da ein Feuerwerk und naja. So. Ätherimpuls in Vorbereitung. Das Feuerwerk beginnt gleich. Okay, wir gehen wieder ein bisschen zurück. Ätherimpuls wird gezündet. Versuchsperson... Ein weiterer starker Ätherimpuls trifft dich. Wenigstens scheint es so, denn gemerkt hast du wieder mal nichts. Falls der Test fortgesetzt werden soll, bitte folgen. Bei extremen Schwindel oder wiederholten Kotzanfällen bitte abbrechen. Todesfälle sind bei diesem Experiment explizit nicht erwünscht. Ah, das ist nett, dass Todesfälle nicht gewünscht sind. Wahrscheinlich verfälschen die dann die Testergebnisse. So. Tockel, tockel, tockel. Also ich finde die immer noch süß, aber funktioniert, tut sie ein bisschen komisch. Ätherimpuls in Vorbereitung. Das Feuerwerk beginnt gleich. Ätherimpuls wird gezündet. Versuchsperson hat die Führung übernommen. So. Futzer! Du wirst erneut von einem starken Ätherimpuls getroffen, aber wieder steckst du den Schock ohne den Hauch von Übelkeit weg. Die Gabe scheint ihren Dienst zu tun. Oh, beeindruckend. Ich verfüge noch über ausreichend Äther für einen letzten Impuls. Bitte folgen, der letzte Test würde ich aus den Socken hauen. Hehe. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Der letzte Tag, ob ich da mal was spüre. So, hier. Äther-Impuls in Vorbereitung, das Feuerwerk beginnt gleich. Okay, wir gehen wieder ein bisschen zurück. Äther-Impuls wird gezündet, bitte näher treten. Du wirst erneut von einem Ätherimpuls getroffen, der intensiver ist als alle vorherigen zusammen. Und wie auch durch ein Wunder verspürst du nichts außer ein leichtes Kribbeln in der Magengegend. Du bist noch am Leben? Sehr gut. Jetzt sammle ich mich wieder ein und bring mich zu einem Alchemisten. Danke, wertes Versuchskaninchen. Bis zum nächsten Kotztest. Die Folge hätte man Kotztest nennen sollen. So, Idana. Wie lief der Kotztest? Entschuldigung, falsche Stimme. Ah, da seid ihr ja wieder. Und gute Dinge, wie ich sehe. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn ihr mir die Deepa nun überreichen würdet. Bitte. Danke, ich werde ihren Äther auffrischen und wenn ihr bereit seid, den Talisman testen. Und ihr habt wirklich keinerlei Schwindel oder Übelkeit verspürt? Nichts dergleichen? Nein. Also ein bisschen in der Magengrube. Dann wäre damit die Wirksamkeit eurer Gabe bewiesen. Die Türme sollten eurem Äther nichts anhaben können. Damit kann ich euch nun unbesorgt auf den eigentlichen Feldversuch einspannen. Ich danke euch für eure Hilfe, Tara. So, wer ist denn bereit für den Feldversuch? Kadalias Bühne. Nitana blickt dich mit ihren schönen Augen an. Ihren schönen schwarzen Augen. Ihr wirkt auf mich wie eine Person,
die sich allerlei Gefahren zu erwehren weiß. Würdet ihr mir noch einmal bei einer Aufgabe zur Hand gehen? Na sicher. Für die Entwicklung des Schutzamulettes sind wir auf eine spezielle Tinte angewiesen, die wir aus Göttergras herstellen. Allerdings neigt sich unser Vorrat dem Ende zu und ohne Göttergras gibt es auch keine Tinte. Glücklicherweise wächst dieses Gras hier in der Gegend und so können wir es problemlos beschaffen. Aber aufgrund der Entführungen können wir Akosodara, unsere Siedlung, nicht alleine verlassen. Würdet ihr mich daher begleiten? Ich werde euch natürlich für eure Arbeit entlohnen. Natürlich, danke. Machen wir sofort. Puh, das beruhigt mich aber ungemein. Dann lasst uns gleich aufbrechen. Unser Ziel liegt in der Nähe von Katarinas Bühne. Wir müssen nur den Hügel hier wieder runter und den Straße Richtung Osten folgen. So, okay, das ist ein kleineres Stück. Werden wir einen Schnitt machen. So, Nidana. Jetzt bin ich mal gespannt auf das eigentliche Experiment. Ich mag es mir einbilden, aber werden wir verfolgt? Achso, nee, genau, ich soll dich ja exekutieren. Terra, pass auf! Oh mein Gott, wir werden angegriffen. Wo ist mein Schokobo, wenn man ihn mal braucht? So. So, erstmal hier den Magier, würde ich sagen, ausschalten. Und jetzt noch den hier. So, gar kein Problem, Nitana. Haben wir alle platt gemacht. Nitana, redest du mit mir? Das war furchtbar, dass diese Entführer so nah sind. Ein Glück, dass ihr bei mir seid. Sagt, seid ihr unversehrt? Ja, ich bin noch einmal entschuldigt. Gut, es ist nicht mehr weit. Wir müssen nur noch ein Stück weiter den Hügel hinauf. Okay, ihr habt sie gehört. Ein bisschen ein Stück weiter den Hügel hinauf. Da reiten wir doch einfach schnell den Hügel hinauf. So, ja, unser Dino ist jetzt nicht gerade der schnellste. Aber passt hier irgendwie ins Szenario. So, immerhin, wir laufen. Sind das hier Drachen oder sind das Echsen? Ein Piskar. Okay. Echsendrachen? Ich weiß es nicht. Die sehen aber komisch aus. So. Aber gleich ist eine Geschichte. Okay, Nidana, sind wir bald da? Wir sind da, Katarinas Bühne. Katarina war eine große Tänzerin und ihre Anhänger nutzten diesen Ort, um die Kunst ihrer Ahnen zu würdigen. Das Göttergras wächst hier wie Unkraut. Ich beginne sofort damit, einige Bündel zu schneiden. Würdet ihr bitte die Augen offen halten für den Fall der Fälle? Ich glaube zwar nicht, dass wir so viel Pech haben, gleich zweimal angegriffen zu werden, aber wir sollten nichts riskieren. Ich wurde sogar schon ein zweites Mal angegriffen, von einem Biss. Jetzt ist die wieder weg. Mann, Mädel! Hau dich. Und ich werde schon wieder angegriffen. So, aber wir ziehen den jetzt einfach mit zu der Questgeberin. Und komm schon. Okay. So. Da müssen wir auf Nidana aufpassen. Erstmal gucken, ob irgendwas kommt. Ich hoffe nicht. Das könnte mal eine ruhige Quest werden. Ist Razzatar nicht majestätisch? Unglücklicherweise ist die Fürstin Tafneas nicht ganz so einladend wie üblich. Seit dem Auftauchen des Turms ist die Stadt in höchster Alarmbereitschaft. Die Furcht hält die Herzen der Leute eisig umklammert.
Selbst der Handel ist mehr oder minder zum Erliegen gekommen, wie man hört. Eine schwere Zeit für den Magistrat. Wie ist er denn so, der Magistrat? Wie ist er? Gute Frage. Die wichtigste Person in ganz Razzatan jedenfalls. Ursprünglich war diese Insel von zwei rivalisierenden Matanga-Clans bewohnt. Den Gajasura und uns, den Akasudara. Eines Tages siedelten die Aura vom Festland über und schlossen ein Bündnis mit unserem Stamm. Mit ihrer Hilfe gelang es uns, die Gajasura aus Tafnir zu vertreiben. Darauf folgte eine Zeit des Friedens und des Wohlstands. Bis es sich eine Gruppe Churan in den Kopf setzte, unsere schöne Insel zu erobern. Ich glaube, das waren die Galera. Es war eine blutige Zeit, sage ich euch. Aber aus den vielen Kämpfen ist die geeinte Nation erblüht, die wir noch heute unsere Heimat nennen dürfen. Und der Einiger Razzatans war niemand anderes als der Vorfahr des Magistrats. Das Amt liegt nun schon seit Generationen in den Händen dieser Familie. Und das funktioniert ganz wunderbar. Wir bestimmen die Geschicke unseres Landes selbst. Aber sollten Konflikte auftreten, steht uns der Magistrat helfend zur Seite. Ja, ich denke, so kann man das beschreiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Präsenz des Magistrats erlaubt es Razzatan, auf dem Nährboden der Harmonie und der Sicherheit zu gedeihen. Daher ist es umso wichtiger, dass ich dieses Forschungsprojekt erfolgreich abschließen kann. Für den Magistrat, der sein Vertrauen in unsere Künste legt, und für die Bürger Razzatans, deren Frieden am seidenen Faden hängt. Was ist mit der Grundformel? Das Verhältnis muss haargenau angepasst werden. Oh, aber da scheint irgendwo ein Baddie zu sein. Sieh an, sieh an. Ach, der gute Van Daniel. Wenn ich nach meinen Türmen sehe, am Ende wäre mir dieses kleine Talisman-Projekt entgangen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ein junger Kerl hatte doch vor langer Zeit eine ähnliche Idee. Wie hieß er noch gleich? Irgendetwas mit... Urin? Ach, das ist lange her. Ich bin durch viel zu viele Körper gegangen, um mich an solcherlei Einzelheiten zu erinnern. Hätten Sie mit Ihrem kleinen Experiment Erfolg, wäre das durchaus lästig. Und doch, greift nach den Sternen. Mal sehen, wie hoch euer Wissen und eure Fertigkeiten euch tragen können. Du liebe Zeit, was sage ich denn da? Feuere ich sie einfach an? Am Ende offenbaren diese Seelen wohl doch noch ihr Temperament. So gern ich es ihnen auch versagen würde. So, also der ist ein bisschen seltsam im Kopf, aber nur ein bisschen. Danke für eure wachsamen Augen. Ich habe nun ausreichend Göttergras gesammelt. Das sollte für eine Weile reichen. Kehren wir lieber umgehend zum Werk zurück, bevor hier noch mehr dieser Entführer auftauchen. Okay, das müsste wieder da unten sein. Ja, das ist auf alle Fälle ein ganz schönes Wegchen. Da reisen wir am besten per Schokobo hin. So, Nidana, und wie geht's jetzt weiter? Ich danke euch für eure Hilfe, Tara. Damit wären wir der Vollendung unseres Talismans einen Schritt näher gekommen. Hier, es ist nicht viel, aber möge es als kleines Zeichen meiner Anerkennung dienen. Ich nehme immer gerne Erfahrungspunkte. So, und mal gucken, ob wir einen Talisman damit bauen können. Allerdings werden wir das erst in der nächsten Folge rausfinden, denn ein Hamsa ist kein Dodo. Richtige, wichtige Regel, die wir in der nächsten Folge lernen werden. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, danke an meine Kanalmitglieder, die mich auch diesmal wieder unterstützt haben und ganz besonderen Dank natürlich an meine Ehrenmitglieder Julia Neidblum, Negi Magister
und Klingone23. Macht's gut und tschüss.